Ich habe von einem Streit gehört, der hier im idyllischen Obertockenburg herrschen soll. Zwei Bergbahnen, die viele Jahre gemeinsam ein Skigebiet betrieben, sind nun zerstritten und getrennt. Im Tal spricht man von einem eisernen Vorhang. Auf der einen Seite die Tockenburg-Bergbahnen von Unterwasser und Alt St. Johann. Das Sagen hat hier ein reiches Ehepaar. Es hat schon Millionen von Franken investiert und will nun noch die Nachbarsbergbahn von Wildhaus übernehmen. Melanie und Matthias Eppenberger. Sie ursprünglich Französin, er Tockenburger. Ich bin ein Tierarztbub aus dem Tockenburg, der auch reden wie ein Tockenburger und denken wie ein Tockenburger. Das ist doch an sich ein Idealfall. Und wir haben nicht irgendeinen chinesischen Milliardär, der da jetzt zufälligerweise ein bisschen Geld versteckt. Dass wir über Monate hinweg versucht haben, im Gespräch zu einer Lösung zu kommen, das wird oft ausgeblendet. Dass wir dazu einfach an einer Wand über Monate gesprochen haben. Auf der anderen Seite die Bergbahnen von Wildhaus. Eine traditionelle Publikumsgesellschaft mit über 2000 Aktionären und der Gemeinde als Großaktionärin. Seit 30 Jahren ist hier Jakob, genannt Jackie Riener, Verwaltungsratspräsident. Er wehrt sich gegen die Übernahmeversuche durch die reichen Investoren. Wenn ich respektiere Ihre Meinung und Sie vielleicht nicht meine, aber ich weiß nicht. Aber mit Ötschwem, wo mir schon das Messer an die Gurgel gekippt hat oder die Pistole auf der Brust, bin ich schon sehr vorsichtig, um dann einmal eine Heirat einzugehen. Oder? Ich als Lediger darf das sagen. Bergbahnen sind in der Schweiz nicht nur eine Frage von Geld und Schnee, sondern auch von lokalen Emotionen. Es ist Oktober 2020. Ich habe eine Einladung erhalten von den Bergbahnen Wildhaus. Das ist die neue Bahn da. Das ist jetzt das hier. Das ist jetzt Wildhaus. Und nachher da hier, das ist das schon Tockenburger Bergbahnen. Das ist die Konkurrenz. Ah, da drüben, ja. Gefeiert wird dieser neue Sechser-Sessellift. Er ersetzt mehrere über 50 Jahre alte Skilifte. Geladen sind Aktionäre und Unternehmer, aber auch Vertreter anderer Skigebiete aus der Region. Morgen. Wie geht's? Das ist ein cooles Haus. Bist du wieder bereit? Nur Melanie Eppenberger, die Präsidentin der benachbarten Tockenburg-Bergbahnen, finde ich nicht unter den Gästen. Hat er von der Konkurrenz Tockenburger Bahn auch jemand eingeladen? Nein, die haben wir nicht eingeladen. Das wäre meines Erachtens unehrlich gewesen. Sie, die hat will, die Bahn verhindern, lade ich nicht zu meinem Geburtstagsfest oder Gründungsfest ein. Aber also die Regierung haben wir auch nicht, die Regierung haben wir auch nicht eingeladen. Also die Kantonsregierung? Ja. Haben wir auch nicht eingeladen, weil sie ja uns die 5 Millionen oder 4 Millionen verweigert haben, ja. Aus nicht gerade überzeugenden Gründen. Ja, ja. Sie haben ja verlangt, dass wir ein gemeinsames Billett hegen. Das ist ja an sich nicht unvernünftig. Ja. Wir haben ja das immer wollen, aber die andere Unterwasserseite hat das jetzt ständig abgelehnt. Ja. Für die Finanzierung der neuen Sesselbahn mussten schlussendlich Freunde von Jakob Riener mit über 2 Millionen Franken aushelfen. Dies, weil der Kanton St. Gallen sich geweigert hatte, bereitliegende Bundesgelder von 4 Millionen Franken als Darlehen zu gewähren. Die Begründung: das fehlende gemeinsame Winterticket der Bergbahnen Wildhaus und der Tockenburg-Bergbahnen. In Wildhaus macht man dafür Melanie Eppenberger verantwortlich. Sie habe mit ihrer Blockadehaltung den Bau der Sesselbahn verhindern wollen. Aufgrund der Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, sprechen wir ihr eine Art die Kenntnis ab.
meine, warum ist man gegen die Bar gewesen, wo alle befürworten? Barbauer natürlich, aber guck mal, Kanton, ich habe ja eine Mail vom Regierungsrat Dammann, wo er gesagt hat, der unterstütze an sich das Projekt. Das sei vernünftig, dass man Bahnen, Ball kaputte Skilift ersetze. Ja. Aber sie war dagegen. Ja. Und sie hat aber nie geredet. Sie hat nie die Unterlagen eingesehen. Ja. Einfach, weil es nicht ihrer strategischen Zielsetzung entspricht, uns zu übernehmen. Findlich zu übernehmen. Skifahren sei kein öffentliches Gut, eine staatliche Finanzierung unnötig, heißt es bei Eppenbergers. Sie seien aber nicht schuld daran, dass es für die Wildhauser keine Darlehen vom Kanton gab. Also ich habe das irgendwie als Ungerechtigkeit empfunden, ohne jetzt auf persönlich. Ja, aber es ist nicht neu. Ja, aber eben, die Wildhauser, wir sind ja bereit für ein gemeinsames Ticket. Ja, aber nochmal. Aber sie können ja nichts machen, solange dass ihr blockiert. Ja, aber nochmal, wissen Sie, einfach ein gemeinsames Ticket und dann staatliche Unterstützung. Das ist eine Pflasterli-Politik. Und die hat auf die lange Frist keine Chance. Auf die lange Frist hat nur eine gesunde wirtschaftliche Strukturchance, die in der Lage ist, die Zukunft selber zu finanzieren. Und wo ich mich auch immer wehre dagegen, ist, dass Toggenburger quasi so die arme Mann vom Toggenburg-Philosophie kultiviert und sagt, ja, wir brauchen da Unterstützung und der Staat Toggenburger als unterstützungsbedürftig anschauen. Der Toggenburger ist ein starker Toggenburger Völkli ist ein gutes Völkli und wir können das auch noch selber machen. Wir sind nicht auf staatliche Unterstützung angewiesen. Matthias Eppenberger hat die finanziellen Mittel dazu. Jahrelang hat er als Privatbankier gutes Geld verdient. Seit Ende der 90er Jahre investierte er in die Bergbahnen von Toggenburg. Zuerst brachten er und seine Frau die Fusion der Bahnen Alt-St. Johann und Unterwasser durch. Dann bauten sie ein neues Bergrestaurant auf dem Käseruck, geplant von den bekannten Architekten Herzog Dömerow. Kosten rund 13 Millionen Franken. Man wollte vermehrt auch nicht Skifahrer auf den Käseruck bringen. Dazu kam noch eine neue 10er-Gondelbahn für 24 Millionen Franken. Die Stationen dafür haben ebenfalls Herzog Dömerow geplant. Ein guter Teil wurde jedoch durch Kredite und Leasing finanziert. Mein Investment rechnet sich, wenn die Unternehmung gesund ist, wenn sie Dividenden zahlen kann. Ich muss nicht eine Verdoppelung oder eine Verdreifachung des Einsatzes haben, wie das jemand ein Spekulant will, der in irgendeinem Silicon Valley investiert. Darum investiere ich eben im Toggenburg Valley, weil ich Zeit habe und an die Leute glauben und an das Tal glauben. Allerdings, in dieser Zeit der teuren Großinvestitionen begannen auch die Angriffe gegen die Wildhausbergbahnen. Es ging um die Verteilung der gemeinsamen Ticketeinnahmen. Eppenbergers kritisierten, sie müssten zu viel an die Wildhausbergbahnen überweisen, weil diese mehr auf hohe Frequenzen setzten. Das war der Anfang vom Ende des gemeinsamen Tickets. Und da liegt ja der Ball eigentlich bei euch. Also ihr hättet ja das Ticket eigentlich gekündigt. Nein. Das grosse Übel ist, dass die gemeinsamen Tickets auf einer Frequenz, auf einem Frequenzsystem aufgebaut hat, ja. Wo man quasi dann jedes Gebiet ist motiviert war, den Kunden wie im Hamsterrad zum frequenten Skifahren zu motivieren. Und das hat halt nicht gepasst für eine Qualitätsstrategie, wie wir sie gerne fahren. Aber jetzt und an dem ist das Ticket untergegangen und nicht an der Frage, ob es die einen wollen oder nicht wollen. Klick hat es gemacht, wo die Investitionen enorm waren im Käseruck mit der Bar und mit dem Restaurant. Dort hat das Bier irgendwie einfühlbar Klick gemacht. Und hat gesagt, oh, jetzt müssen wir schauen, wo wir das Geld hernehmen. Und dann kam halt der Vorwurf an uns, dass wir quasi seit Jahrzehnten zu viel Geld aus dem Topf nehmen. Beim Streit um die Verteilung der gemeinsamen Ticketeinnahmen fand man keine Lösung. Eppenbergers gaben sich aber mit dem Käseruck alleine nicht zufrieden. Dann entschieden sie sich für einen Schritt, mit dem sie im Tal viel Vertrauen einbüßten. Den Versuch einer feindlichen Übernahme der Wildhausbergbahnen. Wieder einmal tobt im St. Gallischen Toggenburg ein Kampf um die Bergbahnen. Das Mal herrscht dicke Luft, weil die Toggenburger Bergbahnen AG ihre Konkurrentin, die Bergbahnen Wildhaus AG, will übernehmen.
Die Toggenburg-Bergbahnen boten lediglich 25 Franken pro Aktie der Wildhausbergbahnen, obwohl diese einen Steuerwert von 200 Franken hatte. Und das per Zeitungsinserat. «Der frechste Übernahmeversuch der Schweiz», titelte die Zeitung Blick. Der Verwaltungsrat von Wildhaus sei erst am Vorabend informiert worden. Der Ärger war gross. Also das Kaufsangebot ist eine Zumutung und eine, auf Deutsch gesagt, eine Frechheit. Man will eine Firma oder ein Unternehmen kaufen, wo der Steuerwert 200 Franken ist pro Aktie. Und da will man 12,5%, also 25 Franken, will man zahlen, um eben in Genuss von einer guten Firma zu gelangen. Melanie Eppenberger konnte nicht genug Aktionäre überzeugen von ihrem Angebot. Aber sie musste sich immer wieder dafür rechtfertigen. Wie gesagt, das Angebot ist ein Angebot und kein Zwang. Dass viele dieses Angebot als frech anschauen, verstehen Sie das? Das Angebot beruht auf dem Wunsch nach Fusion. Und das ist ein konkretes Zeichen zur Fusion. Ich würde mir wünschen, dass die Partnergesellschaft das als Einladung auch wahrnimmt, Fusionsverhandlungen durchzuführen. Die feindliche Übernahme misslang. Seither heißt es von Seiten der Toggenburg-Bergbahnen, ohne Fusion gibt es kein gemeinsames Winterticket mehr. Und der Gipfel der Streitereien. Das erste Mal seit 19 Jahren gibt es dieses Jahr keine Verbindung mehr zwischen den beiden Skigebieten und entsprechend auch kein gemeinsames Billett mehr. Das attraktive Skigebiet, das zwei Jahrzehnte lang verbunden war, wurde somit getrennt. Seither gehen beide Bahnen ihre eigenen Wege. Wildhaus verkauft Tickets nur für sein Gebiet, Käseruck nur für seines. Die Ticketpreise sind dabei nur wenig tiefer als früher. Die Verbindungsstrecken zwischen den Gebieten, einst für viel Geld gebaut, sind geschlossen. Schon den zweiten Winter. Im Tal stößt das auf absolutes Unverständnis. An den Stammtischen können wir wegen Corona nicht nachfragen. So versuchen wir es beim Takeaway im Dorf. Hallo. Also am Geschäft merkt ihr es nicht? Mal, man merkt das schon, Geschäft da. Vor allem letztes, also jetzt im Moment hat es sehr viele Leute, aber der Corona macht natürlich einen Strich drunter. Ja. Aber letztes Jahr, nein, das merkt man sicher, dass sehr viele Gäste nicht mehr kommen. Ja doch, ja. Ja, Leute, die jahrelang da waren. Ja doch. Ja, ja, das ist ganz sicher. Ich finde es schade, dass wir nicht mehr zusammen sind. Sehr schade. Weil das ist ein Tal, das zum Schützen wäre und alle zusammenheben müssten. Ah. Und an was liegt es? An den sturen Grind. Auch Hotelier Paul Beutler ist verärgert. Der gebürtige Zürcher ist seit 45 Jahren im Obertoggenburg und besitzt hier drei Hotels. Unter anderem das Sentis in Unterwasser. Aber es ist so 70er-Jahr-Stil. Das ist so, ja, ja. Ja, ja, es ist Ende 70er ist das gemacht worden. Okay, also. Da haben wir Bergkette mit dem Sentis und dem Schafberg, dem Wildhauser Schafberg. Ja, der Hotelier ist natürlich nicht glücklich. Er ist nicht glücklich und die Gäste sind nicht glücklich. Und es ist für die Gäste, ja, ist eine Abwertung. Es ist, weil der Gast geht eben gerne da rauf und tut eigentlich da Skifahrer oder auch zu Wildhaus und Skifahrer, aber geht dann gerne mal oben durch, hat ein grösseres Skigebiet. Das ist einfach heute drin, dass man ja, gerne grosse Skigebiete hat und nicht möglichst kleine. Und jetzt müsst ihr natürlich, wenn ihr da eine Skifahrt und da überkommt, dann muss er quasi zweimal zahlen und das ist auch nicht mehr gerade drin. Derzeit sind seine Hotels wegen Corona unterbelegt. Aber auch das fehlende gemeinsame Skiticket wirke sich schlecht aufs Geschäft aus. Man hat, von der Restauration hat man etwas weniger Gäste. Und die Hotelgäste natürlich auch. Jetzt sagen, wir haben also diverse Absagen gehabt, gerade hauptsächlich in der Ferienwohnung, die sagen, ja, wenn wir das Skigebiet nicht mehr haben, das wir hatten, nur noch die Hälfte, dann ja, müssen wir mal etwas anderes ausprobieren. Nein, ist für uns gar keine gute Sache. Aber jetzt das Investment von der Familie Eppenberger, wie seht ihr das?
Ja, was natürlich die Melanie Eppenberger oder was die Familie gemacht hat, indem sie den Investor gefunden hat für, und Bahnen und das, was sie gemacht haben, ist eigentlich natürlich eine super Sache, auch für die Region. Also das Zähner, die Zähnergondel, die sind super und eigentlich hat sie alles gut gemacht, außer dass sie jetzt ja, nicht mehr zusammenarbeiten mit das ist nicht gut. Bedauerlich finden den Streit viele auch deswegen, weil die Gemeinden Alt-St. Johann und Wildhaus vor Jahren erst fusioniert haben. Am Berg klappt allerdings nicht, was im Tal möglich war. Das ärgert auch den Wildhauser Hans-Rudi Peterer. Ich kann es eigentlich niemand verstehen, warum es so ist. Ja. Ist schade drum. Ja. Wäre ein schönes Skigebiet, aber so ist es einfach halbiert. Und was mich eben mehr stört, ist, dass man die Leute auch trennt. Oder? Wir hätten hinten auch Kollegen, die gerne mit ihnen Skifahren. Oder? Das Problem ist, eben, man kann es nicht, ist nicht möglich. So, oder? Und sonst musst du zwei Saisonkarten lösen. Und das ist das, was uns stört. Oder? Und in der Bevölkerung, im Dorf, also es ist jetzt eine Gemeinde, wie ist das? Ja, du kannst fast nie, also wo man noch hätte einkehren können, hast du nicht am Tisch sitzen können, ohne dass da irgendwann das Thema geworden ist. Ja. Das ist eigentlich immer diskutiert worden. Im Moment ist es schwierig, weil man ja nicht untereinander kann diskutieren kann, weil wir ja hier auch wieder eingeschränkt sind. Oder? Ja, aber es ist schon immer ein Thema, ja, auf alle Fälle. Ja, ja. Und wer ist die Schuld? Ja, wer ist die Schuld? Ich sage immer, wenn zwei streiten. Einerlei kann nicht streiten, es braucht immer zwei dazu. Oder? Insbesondere in den sozialen Medien schieben jedoch viele Melanie Eppenberger den schwarzen Peter zu. Nein, die mit ihr nicht zufrieden sind, die nennen sie die Französin. Das ist mir aufgefallen. Hast du so einen Leserbrief oder Facebook-Kommentar? Der Jackie Reiner sagt, das ist eine Monarchistin. Und hier ist eine Demokratie. Es ist November 2020. Mein erster Besuch bei Melanie Eppenberger im Toggenburg. Sie sagt, die Angriffe auf sie hätten mitunter auch fremden- und frauenfeindliche Züge angenommen. Die gebürtige Französin ist seit rund 10 Jahren Präsidentin und Gesicht der Toggenburg-Bergbahnen. Ihr Mann Matthias hält sich meist im Hintergrund. Kennengelernt hatten sich die beiden an der Hochschule in St. Gallen. Sie sagt, Mensch und Natur im Toggenburg seien ihr ans Herz gewachsen. Da ist ein Reh. Aha, doch. Oder ist es ein Gans? Ein Gans, ja. Für die Großinvestitionen wie das Gipfelrestaurant von Herzog Dümmerow haben die Eppenbergers verschiedene Geldgeber mit ins Boot geholt. Unter anderem die einheimische Skispringerlegende Simon Amann. Er soll mit über 1 Million Franken beteiligt sein. Uns gegenüber wollte Amann sich nicht äußern. Mit dabei ist auch einer der reichsten Schweizer, der ehemalige Armaturenfabrikant Bernd Grohe. Melanie Eppenberger sagt, sie sei 2-3 Mal pro Woche im Toggenburg. Wohnen tun sie, ihr Mann und die 3 Kinder im zürcherischen Zollecker Berg. Und sind Sie glücklich damit, wenn Sie es jetzt so anschauen? Ja, ich glaube, anschauen ist das eine, das Haus erleben ist das andere. Ja. Und wir machen mit dem Haus sehr gute Erfahrungen, dass die Menschen gern im Haus sind, gern im Haus bleiben. Und ich glaube, Architektur ist etwas, was man nicht einfach auf dem Papier beurteilen kann. Man muss es auf sich wirken lassen. Erleben. Erleben. Und so ja, finde ich es toll, wenn die Menschen das schätzen, was hier jetzt steht und wenn sie den Ort auch genießen. Okay. Können wir auch genießen jetzt. Genau. Als Mäzenin sieht sie sich dennoch nicht. Es ist und bleibt ein Business. Ich glaube, dass das Toggenburg braucht keine Wohltäter. Ja. Und ich finde es immer auch ein bisschen problematisch, wenn man sagt, ja, ich tue etwas Gutes fürs Toggenburg. Das Toggenburg liegt mir am Herzen. Und bei uns ist sicher der Wunsch da, langfristig eine wirtschaftliche Struktur aufzubauen, die sich tragen kann, die zur Lebensqualität im Tal etwas beibringt. Ihr Ziel sei ein ganzjähriger natur- und kulturnaher Tourismus. Man wolle weniger vom Wintergeschäft abhängig sein.
Heute ist die Vertreterin einer Textilfachschule vor Ort. Ihr Wunsch? Eine Modeshow auf dem Käseruck. Ich war vorletzt hier gewesen, wie gesagt. Ich habe euch ein wunderbares Gebäude gesehen von Herzog Dömeron. Und es ist fantastisch. Also es ist einzigartig, einerseits weil es Handwerkskunst ist, weil es extrem ästhetisch ist und weil es wirklich auch den Kunst- und Designaspekt widerspiegelt. Und ich finde, es hat extrem viel Nähes zu uns. Weil genau das machen wir auch. Wir haben Handwerkskunst, wir sind ästhetisch unterwegs und das Design spielt für uns eine wahnsinnig wichtige Rolle. Ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, so hat es das noch nie gegeben, so Fashion auf dem Berg. Ja. Ja. Auf der Piste erklären mir Herr und Frau Eppenberger dann ihre eher eigenwillige Philosophie des Skifahrens. Sie sprechen von Entschleunigung. Weniger Gäste, die aber mehr genießen und dafür einen guten Preis bezahlen. Also keinen Zitat, geschmäcklerischen Billigtourismus. Das ist einer. Ich meine, das ist Herzog Dömeron und schön eingepasst hier in die Alpstelle und so. Und das ist auch einer von diesen Kritikern. Man kann gesagt, du, wieso habt ihr denn hier wieder die Star-Architekten gebraucht? Das sieht ja aus wie Alpstelle. Ich habe gesagt, eben drum. Darum. Wenn ich hier einen hiesigen Architekt noch hätte, dann wären es irgendwelche Gipfeldiamanten in Blau und Rot und Orange. Oder? Ja. Dass man auch bei einem kleinen Objekt, wie dem quasi Kiosk, den Aufwand nicht gescheucht hat, das schön zu machen und zurückhaltend zu machen. So, dass es mit Holz, so dass es aussieht wie eine Alphütte. Das ist unsere Strategie. Oder Sie haben es gesehen jetzt vielleicht. Wir haben keine einzige Werbung bis jetzt gesehen, seit wir im Gebiet sind. Oder? Und das ist auch ein wichtiger Teil der Strategie, zu sagen, wenn der Gast hier ist, dann ist es schön, wenn wir ihm Natur zeigen können und nicht nochmals Werbung, wie er sonst schon die ganze Woche hat. In Schneekanonen investieren sie eher widerwillig. Pistenplanierungen im Sommer sind tabu. Dann schon lieber eine weitere Zwischenstation von Herzog Dömeron. Schauen Sie, das ist auch etwas Interessantes. Wenn Sie das Gebäude anschauen, hier, oder? Da haben mir die Architekten dann gesagt, ja, weißt, in den Bergen, es gibt ja nicht nur die Hütte als bekannte Form, sondern es gibt auch die Galerie auf der Passstraße. Und das Gebäude ist an einer Galerie neu empfunden. Und damit ist es für das Auge auch nicht fremd, oder? Wenn Sie jetzt das anschauen. Ja. Das ist Ihnen nicht fremd, obwohl es ein Betonbau ist. Wenn es die Galerie noch empfunden hat. Die Rechnung werde aufgehen. Ohne Corona hätten Sie dieses Jahr erstmals Dividenden auszahlen können, sagen Sie. Auf der anderen Seite bei den Wildhausbergbahnen. Hier setzt man jetzt voll auf die Karte Familie. Insbesondere kleine Kinder, die erstmals auf den Brettern stehen. Aber auch erwachsene Anfänger. Diese Kundschaft nennen sie hier die First Touchers. Mit dieser Strategie werde man Erfolg haben, meinen die Wildhauser. Auch ohne ein gemeinsames Winterticket mit den Nachbarn vom Käseruck. Allerdings, der zweite Corona-Winter setzt den Wildhausern wie vielen anderen schwer zu. Es ist der 21. Dezember. Das lukrative Weihnachtsgeschäft steht eigentlich vor der Tür. Und doch muss Geschäftsführer Urs Gantenbein Bahnen und Gastrobetriebe jetzt schließen. Ja, guten Morgen miteinander. Ja. Alles klar? Ja, wie so noch heute. Ja, miteinander. Hoi, Urs. Ja, der Hoi, der Schlegel. Nein, der Zock. Ah, der Zock. Ja, der Helle, ja genau. Wie heißt es? Jawohl. Mit dieser Maske kennt man den. Ja, genau. Jawohl, jetzt kann ich es gerne lesen. Der Schließungsbefehl kam von der St. Galler Regierung. Gantenbein informiert das Personal. Ihr habt es vernommen. Die Direktiven vom Kanton sind eindeutig. Sie können es nicht erfüllen, was vorgeht vom Bund. Ganz klar, keine Bewilligung für alle Skilifte, für alle Bergbahnbetriebe ist jetzt gestern schriftlich gekommen, wirklich als Verordnung, als einsprachefähige Verordnung. Klar und deutlich geregelt. Auch etwas geregelt, was wir noch diskutiert haben. Wir haben noch diskutiert, Ausflugstourismus, Winterwanderwegzeuge und Sachen, wären noch Varianten gewesen. Ist alles auch gestrichen. Zuerst hat es mich geärgert und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, es ist fast schleuer.
gerade alles runterfahren, gerade alles raus. Alles zu heisst wirklich alles zu. Also wir werden das erste Mal auf dem Büro nicht besetzt sein, ein paar Tage lang. Dann den richtigen Antwort-Ding hier. Wirklich mal richtig zu, wie wir glaube ich, noch nie hatten, fast einmalig. Immerhin, man habe Kurzarbeit beantragt. Die Löhne könne man für den Moment vorschießen. Das soll wirklich nicht euer Problem sein. Wir haben noch Geld im Moment. Wir können das zahlen, das ist nicht das Problem. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch kein Geld ausgeben. Also ausgabenmässig gibt es mehr oder weniger nichts mehr zum Posten im Moment. Ja, ich wünsche eine schöne Weihnacht. Trotz allem. Bei dir ist es 40 Jahre, wo du noch nie daheim gewesen bist. Bei mir ist es 30 Jahre, wo man der Weihnacht nicht daheim gewesen ist. Und bei den meisten anderen will ich gehen. Schauen, dass er der Frau nicht auf den Geist geht. Und umgekehrt auch. Ein Frauentisch. Geht nicht mehr raus. Die sind sich dann all das nicht gewöhnt, dass man auf das Mal daheim ist. Die Schließung der Bahnen ist in diesem Jahr besonders ärgerlich. Bis jetzt ist es gut angelaufen. Also ich bin schon eine Menge Jahre da und wir haben noch selten so pünktlich den Schnee noch gekriegt. Zusammen mit der Beschneiung, die auch funktioniert hat, wo wir kalte Temperaturen hatten. Also es ist nahezu perfekt angelaufen, beschneiungsseitig. Und was wir natürlich toll können, hören, die neue Bahn, die wir präsentieren können, sehr gut angekommen. Also es ist bis jetzt eigentlich wirklich sehr gut gelaufen. Bis zum heutigen Tag wären wir eigentlich total gut im Rennen. Dann machen sich die Arbeiter auf zum vorübergehenden Abbau der Infrastruktur. Der St. Galler Bergbahn-Lockdown dauert schlussendlich aber weniger lang als befürchtet. Ende Dezember gibt der Kanton grünes Licht für die Wiedereröffnung. Dennoch wird bis Ende Saison ein Loch in der Kasse bleiben. Insbesondere auch, weil in den Gastronomiebetrieben die Einnahmen rund 90% tiefer liegen als letztes Jahr. Die Wildhausbergbahnen haben, genau wie ihre Nachbarn vom Käseruck, beim Kanton Härtefallentschädigung beantragt. Ob sie diese Gelder vom Kanton erhalten, war bei der Fertigstellung dieses Films noch nicht klar. Es ist Mitte Februar, mein letzter Besuch im Toggenburg. Ich habe einen Termin bei dem für Tourismus verantwortlichen Regierungsvertreter, Wirtschaftsminister Beat Tinner. Die Corona-Erfahrung werde auch den Bahnen zu denken geben müssen, sagt er. Für den sogenannten eisernen Vorhang zwischen den beiden Bahnen im Obertoggenburg habe er kein Verständnis. Mittel- und langfristig werde man so Gäste im Tal verlieren. Und er warnt, dem St. Galler Wintertourismus wehe inskünftig eine steifere Brise entgegen. Zwei von meinen Vorgängern haben sich ernsthaft um das gemeinsame Skiticket bemüht. Und die Verhandlungen sind jedes Mal gescheitert. Und ich habe ganz klar beim Amtsantritt gesagt, ich bin gern bereit, wenn der Wunsch ist, zu Gesprächen, dann nachher bin ich gerne bereit, die zu führen. Aber vom Departement, von mir aus, wird es da keine entsprechende Initiative geben. Vielmehr versuchen wir auch im Departement, unsere Wirtschaftsförderung neu zu fokussieren, indem wir wirklich auch in Richtung Innovation gehen und ein bisschen weg vom Tourismus. Wir sind auch überzeugt, im touristischen Bereich muss sich der Kanton St. Gallen neu justieren. Neu justieren, das heisst weniger Geld für den Tourismus. Wir werden inskünftig versuchen, weniger Mittel in Tourismus zu investieren. Und wieso? Weil die Wertschöpfung im Kanton St. Gallen bei der Industrie liegt. Und ich glaube, da muss sich jeder Kanton gut überlegen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen. Und die Stärken sind bei uns in den wertschöpfungsintensiven Industriebetrieben. Weniger öffentliche Gelder, das wäre doch ein Grund mehr, um eine Lösung im Kulturkampf der Bergbahnen zu finden. Für mich heißt das, ein letztes Mal nachfragen. Ich fahre ins Rheintal nach Bux. Hier, vis-à-vis des Schlosses Werdenberg, wohnt der Verwaltungsratspräsident der Wildhausbergbahnen, Jakob Riener.
Der 70-Jährige leidet seit dem 5. Lebensjahr an Kinderlähmung. Und er hat gerade eine intensive Behandlung nach einem Prostatakrebs hinter sich. Über Livecam schaut er, was auf den Pisten von Wildhaus los ist. Sein Kampfgeist für die Bergbahn ist ungebrochen. Machen wir weiter, solange das Frau Eppenberger auf der anderen Seite ist? Das ist eine gute Frage. Sicher gebe ich den Kampf nicht auf, beziehungsweise wenn wieder mal etwas kommt von feindlicher Übernahme oder so. Aber ich will es auch nicht auf Person beschränken, wenn sie vielleicht noch gescheiter wird und gleich einmal sieht, dass wir zusammenarbeiten sollten. Ich hoffe, all der Winter zeigt ihr es. Melanie meint all Fusion, was sie will, sei eine Fusion. Wir haben immer gesagt, wir sehen schon für eine Fusion auf Augenhöhe. Aber das mit der Augenhöhe, was ist das? Ja, dass man eben alles korrekt Schritt für Schritt prüft. Gutachten eingibt, neutrale Expertise. Das Zweite wird dann einmal sein, was für Strategien das man hat. Und das Dritte wird sein, das Personelle. Ja. Was sie natürlich macht, sie will die Mehrheit unserer Gesellschaft. Das ist absolut, das darf sie sich, das ist ja nicht verboten. Und dann wäre natürlich eine Fusion ganz anders, oder? Ja, könnt ihr mit dem leben? Nein. Solange ich hier mitmache, übernimmt uns niemand. Er sei überzeugt, seine Aktionäre möchten das Schicksal der Bahn nicht in die Hände eines einzelnen Investoren geben. Für Eppenbergers ihrerseits gilt, wer zahlt, befiehlt. Sie würden am liebsten das ganze Obertoggenburg nach ihren Vorstellungen entwickeln. Ich bin nicht jemand, der die Möglichkeit hat, um einfach so ein bisschen Geld zu verstreuen. Ja. Es muss aufgehen. Und wenn ich so grosse Beträge investiere, möchte ich schon auch schauen, dass es mir nicht aus den Händen entgleitet. Ja. Ich verlasse das Obertoggenburg mit gemischten Gefühlen. Ich habe eine schöne Region mit netten Menschen kennengelernt. Aber auch zwei Bergbahnbetreiber, die sich in ihren gegensätzlichen Positionen bestärkt fühlen. Wie man hier wieder zum gemeinsamen Skiticket kommen könnte, das sich so viele wünschen, bleibt mir schleierhaft.